Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Elder Scrolls Online. So, gucken wir mal, wo wir als nächstes lang tüdeln. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier drüben mit dem Tor hin. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. So, wenn man rüber fährt. Und dann kicken wir mal. Kicken wir mal, was uns da drüben erwartet. Ich finde die Länge der Aufgaben eigentlich ja nicht so verkehrt hier. Alles so seine halbe Stunde. Also eine Folge kriegt man gefüllt mit einer Aufgabe. Finde ich gut. Bin ich voll dafür. So, wir können ja ein bisschen umher gucken hier, ob wir hier auch irgendwas finden. Göttliche Suche. Barilsas Turm. Naja, dat, da kommen wir auch noch hin. Wo ist denn das überhaupt? War das nicht auf der anderen Seite? Hier drüben. Kommen wir ja spät hin. Naja, soll nicht weiter stören. Wir werden trotzdem jetzt erstmal unseren Weg hier suchen, unseren Weg finden. Wir werden uns mal Richtung Norden denn aufmachen. So, jetzt sind wir ja hier. Ulara. Das ist die Frage natürlich. Ist hier auch eine Aufgabe. Ah, ein neues Gesicht. Reif für das Schlachtfeld von Ulara. Möge das Tribunal euch beistehen. Ihr werdet es brauchen. Okay. Ihr werdet das Schlachtfeld erst verstehen, wenn ihr die Wettkämpfe mit eigenen Augen gesehen habt. Geht da raus und nehmt an ihnen teil. Und erzählt mir von den Schlachtfeld-Wettkämpfen. Natürlich. Nun, bei uns kann man an vielen Wettkämpfen teilnehmen. Über welche Herausforderung wollt ihr etwas erfahren? Todeskampf. Todeskampf ist seit jeher beliebt. Bei all diesem Blutvergießen bekommt man richtig Herzklopfen. Zieht einfach los ins Feld und greift so viele Feinde an wie möglich. Je mehr Treffer ihr landet, desto mehr Punkte macht euer Trupp. Vorherrschaft? Jeder kann einen Eroberungspunkt einnehmen. Aber Vorherrschaft ist eine echte Prüfung eures Könnens. Verteidigt so viele Eroberungspunkte, wie ihr nur könnt. Der Trupp, der am Ende das größte Territorium hat, gewinnt. In diesem Wettkampf muss man seine Rivalen dominieren, wenn man nicht von ihnen dominiert werden will. Erzählt mir von den anderen Wettkämpfen. Ihr seid stets neugierig, hm? Gut. Wissen kann der Schlüssel zu einem entscheidenden Sieg sein. Welche andere Herausforderung dürfte ich euch erläutern? Reliktjagd. Die Reliktjagd ist einer unserer einfacheren Wettkämpfe. Ihr müsst das Relikt eurer Feinde stehlen, in eure Basis bringen und dabei zusätzlich euer eigenes Relikt verteidigen. Für den Sieg ist Zusammenarbeit gefragt, da ihr eine gute Mischung aus Verteidigung und Angriff benötigt. Chaosball? Chaosball klingt simpel. Ihr schnappt euch den Ball und gebt ihn so lange wie möglich nicht wieder her. Je länger ihr durchhaltet, desto mehr Punkte verdient ihr. Das wird ein bisschen komplizierter, wenn ihr dabei auch noch um euer Leben rennt und Klingen sowie Zaubern des anderen Trupps ausweicht. Und Irrer König. Ah, einer meiner persönlichen Favoriten. Im Gegensatz zu unseren anderen Kämpfen, in denen ihr Standhaftigkeit beweisen müsst, kommt bei Irrer König das Blut richtig in Wallung. Bei diesem Kampf verlagert sich der Eroberungspunkt. Ihr müsst gut zu Fuß sein und den Schild hübsch oben halten. Das mit dem Gewinnen wird schwer, wenn ihr tot seid. Warte mal, ich guck mal kurz gerade was. Ich habe so das Gefühl, dass das hier PvP ist und das möchte ich nicht.
Okay, da gibt es irgendeine Quest zu. Nicht gleich weiter, nicht gleich weiter. Wir müssen mal gucken. Das ist irgendwas so das Tägliche. Gut, dann leb wohl. Dann wollen wir das nicht machen. Dann gehen wir hier in ein Nachbardorf. Ach, guck mal, jetzt ist er doch weiß, weil ich hier mit dem geredet habe. Ja. Oh. Sieht nach PvP aus. Ich gehe mal davon aus, dass er PvP ist. Ich denke mal, vielleicht kann Horaren dazu noch genaueres sagen oder irgendeiner von euch, wer gerade zuerst hier zuschaut, kann mir doch sicherlich sagen, ob das hier PvP ist oder nicht. So, ist das Ahnengrab? Das ist jetzt aber kein... Ach, das ist wieder ein Herstellungsdingens hier, wa? Jo. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Dann kann ich nämlich jetzt hier mal schnell... Oh, Rezepte, oh, Rezepte. Ich überlege immer noch mit ihr hier noch, ich sag mal, irgendwas zu veranstalten. So, analysieren. Können wir noch irgendwas analysieren? Wir haben noch einen Heilungsstab. Schild. Okay, brauchen wir erstmal nichts. So, verwerten, veredeln. Habe ich hier irgendwas? Ja, hier, guck mal hier. Da haben wir jetzt noch ein bisschen was. Hier haben wir noch ein bisschen. Ein bisschen Nacktholz. So, verwursten können wir hier eine ganze Menge. Das ist gut. Dann werden wir mal gleich wieder ein bisschen Platz schaffen. Wie gesagt, der Stab kann mir jetzt erstmal egal sein. So, das hätten wir. Gehen wir noch beim Schneidertisch. Haben wir hier irgendwas zum Veredeln? Hier ist noch ein bisschen was. Sehr gut. So, analysieren. Oh, ich habe nichts zum Analysieren hier. Krass. Das ist das gut oder schlecht? Ich weiß es ja nicht. Oh, ihr habt das bestimmt gut was raus. Haben wir irgendwo geklaut? Ach ja, aus der Schatulle beim letzten Mal. Sets aktualisiert. Was cool, das wird doch gleich hinzugefügt. So, das gibt uns mehr Geld. Dann werde ich das mal nicht verscherbeln. Haben wir hier auch noch einen Schmucktisch oder sowas? Hier. Das ist gut. Also da habe ich bisher bloß ihn mal hier flink. Mehr habe ich hier noch nie gefunden.
Aber man so die Fühle tippt hier überhaupt nicht so wirklich für das, aber muss ja was geben, weil die anderen Dinger sind ja auch da. Oh, guck mal, wie viel Crap wir hier aufgesammelt haben. Ach du Scheiße. So, und die können wir dann noch demnächst verscherbeln. Warte mal, hatte ich nicht... Hier, yeah, ich hab doch so eine Händlerin. Wo ist denn die Eule? Da ist die Eule. Nun? Kann ich das doch schon verscherbeln hier? Guck mal. Schade, dass die nicht reparieren. Hier, Gift kannst du auch haben. Die ganzen Dinger kannst du haben. Ist das hier schwer, schwer, schwer? Zweihändig kannst du alles haben. Komm, nimm mit. Nimm mit den Scheiß. Oh, wir haben einen leeren Seelenstein. Den müssten wir vielleicht auch irgendwann mal... Ach, das Tier nutze ich auch nicht. Komm, das tauchen wir auch weg. Behalte jetzt mal die Rezepte hier noch. Aber alles, was so weit hier ist... Wir haben 269 Dieterich hier, alles klar. So, zwei Hände. Kriegshammer. Das sind aber alles so Dinge, die könnte man meinem Dings noch geben. Meinem Schmiedeknecht. Ach, machen wir uns nicht vor. Zotteln das hier los, ja, und dann ist gut. Weg damit. Wie sind sie genau, dass ich mit dem nicht... Was ist denn das hier? Der Kuratorin in Orsinium. Oh, wir haben zwei Sachen für die Kuratorin. Schatzkarten. Müsste man vielleicht auch mal so raussuchen. Gut. Nehmen wir den hier erstmal. Dann wollen wir mal weiter. Da oben ist nur so ein Grab. Aber ich könnte jetzt... Warte mal. Wir gehen mal wieder zurück. Und werden uns mal um die Wölbe da kümmern. Jetzt da unten links ist auf der Karte. Dann machen wir erstmal das. Dann komme ich hier einfach durch, aber. Wir galoppeln mal einfach hier durch. Oh, ich habe mir heute Bratkartoffeln und Schnitzel geholt. Freue ich mich schon drauf. Oh, kann ja nicht abwarten, dass es Mittag wird. Wer seid ihr denn hier eigentlich? Habt ihr seinen neuen Bogen gesehen? Der muss ihn ordentlich was gekostet haben. Er hört Stimmen in seinem Kopf. Habt ihr seinen neuen Bogen gesehen? Der muss ihn ordentlich was gekostet haben. Na gut. Kommen wir hier eigentlich rein? Nee. Wo ist denn... Wo ist denn das? Ich komme hier ja nicht rein. So, jetzt ist ja die Frage... Mir juckt die Nase.
ist ja die Frage, warum kommen wir hier nicht rein? Weil das nicht der Eingang ist, richtig? Ich bra... Wo ist denn dann der Eingang? Okay, dann würde ich sagen, hier ist irgendeine Aufgabe, oder? Aber wo? Von wo würde man jetzt kommen? Prinzipiell von da irgendwo. Richtig? Frage ist ja jetzt, wo kommen wir jetzt hier? Haben wir hier eine Aufgabe? Meine Fresse, hier sind aber auch viele Viecher, Alter. Was ist denn mit dem? Finden wir den Weg hier noch oder nicht? Das ist ja jetzt die Frage. Oder waren wir bloß auf der falschen Seite? Warte mal, gehen wir von hier? Ne, dann kommen wir ja da. Aber das ist doch unter den Häusern und nicht da. Also wir waren ja direkt an den Häusern. Da wollte ich ja auch ja nicht hin. Ach, guck mal, das ist hier auf der An. Das ist hier hinter irgendwie. So, was haben wir denn hier? Die 36 Lehren. Lektion 13. Mondstein, nehmen wir mit. Ach, guck mal hier. Ah, da haben wir die Aufgabe. Wer sucht, der findet. Oder wie heißt da? Haltet den Kopf unten und kommt her. Na cool. Hoffentlich sucht ihr nicht nach einer Überfahrt von der Insel. Die Mannschaft hat Landgang, wisst ihr? Von der dauerhaften Sorte. Wahrscheinlich seid ihr auf dem Weg hierher über ein paar von ihnen gestolpert. Arme Bastarde. Was ist hier geschehen? Eine üble Sache. Ein Geschäft, das daneben ging. Ich arbeite für einen Ork-Hauptmann namens Karthag. Wir sind Seilfische, Schlepper. Sklaven bezahlen uns Unsummen für eine Überfahrt zum Festland. Als die Kamonatong davon erfuhren, wollten sie ein Stück vom Kuchen. Karthag meinte zu ihnen, sie sollen gefälligst abhauen. Also haben sie angegriffen. Ja, fielen über uns her wie ein Oger mit einem Brandmal auf dem Arsch. Wir haben uns nach Kräften gewehrt, doch das hat nicht gereicht. Karthag und einige der Sklaven sind in die Höhle geflüchtet mit Kamonnerschlägern auf den Fersen. Ohne Hilfe sind sie so gut wie tot. Ihr gehört nicht zufällig zur heldenhaften Sorte? Aber wir sind Held von Tamriel, Mensch. Wir sind hier quasi in jedem Brandherd verwickelt, den es hier eigentlich gibt auf dem Kontinent, auf der Welt hier. Ich finde es so cool, hier so vielen über uns her, wie ein Roger mit einem Brandenmal auf dem Arsch. Ich finde es so lustig, wie das immer so trocken gesagt wird, wisst ihr? Ach, herrlich. Ich werde mich um diese Kamonnatong kümmern und Karthag und die Sklaven dort rausholen. Vielen Dank, dass ihr das getan habt, Kameradin. Karthag ist ein Schwachkopf, aber das, was die Kamonnatong ihm antun wird, hat er nicht verdient. Wie ich schon sagte,
Er ist mit ein paar Sklaven da reingegangen. Mapkir, Yareeto und Vivaska. Ihr solltet sie auch da rausschleifen. Herrlich. So, warum denkt ihr, dass Kartak ein Schwachkopf ist? Er hätte diese Abmachung eingehen sollen. Was für ein felsköpfiger Einfallspinsel sagt denn der Kamonatong, dass sie ihre Unterwäsche fressen sollen? Das sind keine gewöhnlichen Schurken. Ein falscher Blick und die Tong verfüttert einen an die Schlachterfische. Was passiert wohl, wenn man ihre Mütter beleidigt? Alter, okay, das ist lustig. Ich finde das übel. Was für ein felsköpfiger Einfallspinsel, sagt denn der Kamonatong, dass sie ihre Unterwäsche fressen soll. Ist das so eine Splittergruppe oder eine andere Gruppe der Moraktong? Ich meine, Moraktong kennen wir, die handeln ja, aber was ist jetzt wieder Kamonatong? Was passiert wohl, wenn man ihre Mütter beleidigt? Versuchen wir es doch rauszufinden. Warum glaubt ihr, dass er sie in die Wüste geschickt hat? Das weiß nur Mauloch. Ich meine, die Tong hatten ein paar Ideen, die Kartak nicht besonders geschmeckt haben. Preise erhöhen, Sklaven unterwegs anketten, sie in kleinere Fähren stopfen. Kartak hat sich geweigert, auch nur darüber nachzudenken. Ein toller Zeitpunkt, um ein Gewissen zu entwickeln, was? Er hat sich also aus moralischen Gründen geweigert. Vielleicht. Ihr werdet ihn selbst fragen müssen, wenn er nicht schon tot ist. Es ist schwer, einen Ork wie Kartak zu kennen. Ich dachte immer, er wäre ein Geschäftsmann mit einem Herz aus Stein. Doch dann erzählt mir so ein Hawker aus Rift, er wäre ein großer Held des Bündnisses. Also, was weiß ich schon. Was genau sind die Kamonatong? Sie sind ein Syndikat, eine Verbrecherfamilie. Jeder schuldet ihnen etwas. Angefangen beim billigsten Schläger bis hin zum Ratsherrn. Wenn sie den Daumen auf die Waage legen, schaut man lieber weg. Wenn sie einem sagen, man soll was aufheben, nimmt man das lieber fix in Angriff und bedankt sich artig dafür, dass man ihnen helfen durfte. Sie klingen ziemlich gefährlich. Klingt so ein bisschen wie Gamora, Gamora-Mafia. Vertraut mir, gefährlich ist noch eine Untertreibung. Ich würde lieber Merunes Dagon in die Klöten treten, als der Kamonatong Widerworte zu geben. Wie habt ihr den Angriff überlebt? Ich habe mich totgestellt. Der Auftritt meines Lebens, wenn ihr mich fragt. Ich schätze, mein Schauspielunterricht war wohl doch nicht so sinnlos. Schauspielunterricht? Meine Mutter wollte sicherstellen, dass ich gut ausgebildet bin. Ich spiele auch Flöte. Halt, warum sprechen wir darüber? Okay, Alter, das ist richtig geil. Kartak-Spitz. Alter, das ist genau mein Humor hier. Das ist genau, Alter. Herrlich, herrlich. Also ich find's lustig. Zurzeit ist das wohl wieder wochenendsmäßig, weil irgendwie Bethesda irgendwie ein Jubiläum hat oder sowas. Ich hab auch... Ach nee, das war bei Warner Brothers. Da war auch bei Steam im Angebot was für Mittelerde, Schatten des Krieges. Da war noch der Expansionspass. Oh, ich muss mal ein Tablettchen nehmen. Oh, warte mal, ich töte erstmal. Wartet mal. Buddha kommt gleich wieder. Kämpfen wir da immer noch? Und wenn ja, warum? So dicht war er noch nicht dran. So, was ist denn los? Warum hat denn der kleine Kevin hier irgendwelche Aufmerksamkeitsprobleme?
Das sind also die... Der war ja mutig. Der war jetzt schon ziemlich mutig, hä? So, und dann gucken wir mal. Warte mal, das ist... Ah, das müssen wir von oben irgendwie... Alter, was ist hier denn los? Leute, macht langsam. Es gibt ja auch schon wieder Leute, also wie gesagt, das ist ja hier gerade kostenlos irgendwie spielbar. Und, oder Wochenende kostenlos spielbar. Und da war das jetzt wieder so gewesen. Blutgetränkter Brief. Was steht da? Lieber Mapkir, helle Monde, mein Lieber. Okay. Helle Monde, das war wieder ein Dings hier. Okay, wie heißen denn die Katzen hier? Ich hätte jetzt gesagt Katar, aber die Katar waren ja bei Star Wars. Verdammt, ich hab vergessen, wie die hier heißen. Oh, kennt ihr das? Naja, wahrscheinlich noch nicht. Hängen geblieben. Ich bin voll hängen geblieben. Wie heißen denn die Viecher hier? Das macht mich gerade wahnsinnig, dass ich nicht weiß, wie die Viecher hier heißen. Blödes Viech. Sera, tut mir nicht weh. Halt! Wer seid ihr? Ihr steht nicht in Diensten der Carmona Tong. Dank sei dem Hist. Ihr müsst mir helfen, von hier zu entkommen. Und zwei anderen auch. Wenn diese Carmona-Schurken uns finden, ziehen sie uns bei lebendigem Leib die Haut ab. Das sind Agonia, ne? Ich glaube, ne? Ja, ich glaube. Ich habe den Weg freigemacht. Schafft ihr es alleine raus? Ja, ich glaube schon. Habt ihr Mapgir gefunden? Yare? Die Carmona Tong war uns direkt auf den Fersen. Yare ist in eine Richtung geflüchtet. Mapgir und ich blieben beieinander, aber dann ist er ausgerutscht. Ich...
Ich habe ihn dort gelassen. Mabkir ist tot. Yare habe ich noch nicht gefunden. Ich wusste es. Ich hätte ihn nie verlassen dürfen. Ich kann immer noch den Blick in seinen Augen sehen. Das Grauen. Möge der Hist mir vergeben. Khajiit. So, ich hab jetzt immer geguckt, gegoogelt. Khajiit. Warum vergisst man manchmal Dinge? Das ist so unglaublich. Ich glaube, ich krieg Alzheimer oder sowas. Ihr seid immer noch in Gefahr. Geht und findet Nakul. Er wartet draußen auf euch. Das werde ich. Hab Dank, meine Freundin. Möge Sithis eure Schritte lenken. Jo. Ist das Vieh hier schon wieder respawned? Nee. Schade. So, jetzt müssen wir noch Jare Eto. Khajiit. Wieso? Diese Zeichen, was die da immer wirft, diesen Schutzschild oder was das ist, den hatten wir damals am Anfang auch mal gehabt. Ich bin verletzt! Dafür vier. Heiler! Ja, der kann ja jetzt auch nicht mehr nützen. Oh, cool, eingestaubt hier oder zu Stein oder was das war gerade. Krasser Scheiß. So. Soll das Tier doch bluten. Es verdient einen langsamen Tod. Wer war das? Einmaliges Angebot, die Gelegenheit, uns in eurer Anstrengung einzubinden. Getötet von einem verdammten Elfen. Was für eine Art zu sterben. Und? Was starrt ihr denn so, Welpe? Werdet ihr mir den Rest geben, oder was? Ich bin kein Mitglied der Gamona Tong. Nakul hat mich gebeten, euch zu retten. Sieht aus, als kämt ihr zu spät. Es ist Gift, wisst ihr? Diese fiese kleine Sprotte wusste, dass sie auf ehrenhafte Weise nichts gegen mich zu melden hat. Also griff sie mich mit einer vergifteten Klinge an. Ganz ihre Art. Sind die anderen entkommen? Yare und diese Bande? Ich bin mir noch nicht sicher. Nakul meint, das hier wäre ein schlechtes Geschäft gewesen. Warum habt ihr euch der Gamona Tong widersetzt? Weil Maulauch. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat mir nicht gefallen, wie Sie gefragt haben. Hört mal, ich bin kein Heiliger. Ich habe einiges getan, worauf ich nicht stolz bin.
Aber verdammt soll ich sein, wenn ich zulasse, dass irgendein hauerloser Schläger diesen Sklaven das Leben noch schwerer macht. Sie haben schon genug durchgemacht. Ich gebe Ihnen Bescheid, sobald ich Sie alle gesichert habe. Ihr tut das. Ihr. Okay. Wir müssen jetzt noch jemanden finden. Nach da oben. Ich meine, ich finde ja gut, wenn so Respawn-Dinger, also wenn schneller Respawn ist, damit man, wenn man jetzt, sag ich mal, mit anderen mehr oder weniger ein Konkurrenzkampf ist, dann ja, ich sag mal, dass du dann schneller an deine Ziele kommst. Aber gerade so, wenn du in Gesprächen bist. Komm von der Untersklave! Es sei denn, ihr wollt ein paar Finger Nein. verlieren. Ihr legt mich nicht wieder in Ketten. Niemand wird das. Wenn dein Respawn ist, während du liest oder irgendwie sowas, dann ist scheiße. Vielen Dank, Fremde. Ich war kurz davor, mir die Pulsadern aufzuschneiden. Wenn ich zwischen der Sklaverei und dem Freitod wählen muss, entscheide ich mich für den Freitod. Was hatte die Gamonna Tong mit euch vor? Schwierig zu sagen. Sklaven sind ein kostbares Gut. Ich vermute, dass sie uns entweder an Ort und Stelle töten oder zurück an unsere ehemaligen Besitzer verkaufen wollten. Die Summe, die wir Kartak bezahlt haben, war zu klein. Jedenfalls für die Gamonna Tong. Sie werden uns nicht nach Hause bringen. Wie viel habt ihr ihm gezahlt? Sehr viel weniger, als er verdient hätte. In Kartaks Brust schlägt das Herz einer Schildkröte. Außen hart, aber innen ganz weich, wisst ihr. Ich hoffe, er hat sich nicht verletzt. Der andere Sklave wartet draußen mit Nakul. Geht und findet sie. Sklave? Meint ihr nicht Sklavin? Mabkir und Vivaska sind entkommen, oder nicht? Vivaska hat überlebt, aber Mabkir hatte nicht so viel Glück. Ihr solltet euch in Bewegung setzen. Mabkir ist tot, aber er lebte noch, als ich... Ich weiß, dass ihr alles getan habt, was euch möglich war. Hab Dank, meine Freundin. Möge der Hist über euch wachen. Umgehen! Gut, dann hätten wir das ja auch abgeschlossen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt müssen wir bloß noch einen Weg nach draußen finden. Naja, oh, hier muss. Wir brauchen hier bloß rausgehen. Ich finde... Oh, ein GZ. Ich finde... Andere MMOs sollten sich ein Beispiel an den Mechaniken von Elder Scrolls nehmen, weil ich finde das sehr schön. Warte mal, wir müssen hier irgendwo lang. Dass hier alle miteinander kämpfen können und jeder bekommt dann den Loot, weißt du? Ich glaube, das habe ich schon mal in irgendeiner Folge gesagt oder schon mehrmals gesagt. Aber genau so müssen MMOs laufen, damit man sich nicht auf die Füße tritt, weißt du? Damit man
Und mit dem hier passiert, ne? Dank euch sind wir vielleicht endlich frei. Mögen die Göttlichen euch segnen. Euretwegen habe ich womöglich wieder eine Zukunft voller Freiheit. Hab Dank. Da seid ihr ja. Ich habe das von Mapkir gehört. Verdammte Schande. Wo ist Kartak? Trödelt er wieder wie üblich rum? Jemand von den Kamonatong hat ihn mit einer vergifteten Klinge niedergestochen. Er möchte, dass ihr sein Werk fortsetzt. Er ist tot. Verdammt. Wenigstens starb er in dem Wissen, dass ihr diesen Haufen gerettet habt. Ich werde weiter Sklaven von Wardenfell schmuggeln. Ganz sicher. Und ich werde dafür sorgen, dass sie auch wissen, warum. Nehmt das hier. Kartak würde wollen, dass ihr es bekommt. Viel Glück auf euren Wegen, meine Freundin. Wohin ihn jetzt hin? Ach, die lösen sich einfach auf. Das ist auch gut. Die haben den Teleportationszauber genutzt und sind dann einfach weg. Oh, 42 Minuten, Freunde. Jetzt reicht's aber auch. So, haben wir abgeschlossen, haben wir geschafft, haben wir gut gemacht. Es war mir wie immer eine Ehre. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge hier wieder. Und ja, Buddy wird sich, denke ich mal, gleich nochmal einen Kaffee machen, weil Buddy hat heute Bock auf Kaffee. Ich habe jetzt ein paar Tage, so eine Woche mindestens, keinen Kaffee mehr getrunken, weil mein Magen wieder verrückt spielt. Aber irgendwie seit gestern ist mein Magen halbwegs in Ordnung. Mein Rücken ist wieder in Ordnung. Also ich kann mich, naja, noch nicht ganz ticken noch. Habe ich hier hinten noch im Rücken so ein Pieken, wenn ich mich nach rechts drehe. Aber ansonsten fühle ich mich heute super, heute wunderbar. Und ich werde auch gleich noch eine Folge aufnehmen oder vielleicht noch zwei. Dann freue ich mich auf meinen Mittag und alle denken sich jetzt so, was quatscht denn der da schon wieder? Ist egal, ich freue mich und ich hoffe, ihr freut euch auch über so kleine Dinge. Wie so ein Schluck Kaffee. Ja, Freunde, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und tüdelü.